Grüß Gott in Österreich. Heute will ich Sie einmal in die Niederntauern entführen, und zwar genau in die Gegend zwischen Sölkboss und Hohentauern. Das sind die Wölzer und die Rottenmanner Tauern, so ein richtiges Herbstgebirge. So habe ich jedenfalls allweil empfunden. Die Berge sind immer ganz die höchsten, aber noch recht schön, und in die herbstlichen Farben schauen sie wunderbar aus. Unser Ausgangspunkt ist die Marktgemeinde Öblarn, da im Enstal, Gemeinde, die stolz darauf sein kann, dass sie eine der ersten Fremdenverkehrsgemeinden weit und breit war. Es hat da schon einen Tennisplatz und ein Schwimmbad gegeben. Da hat man woanders nicht einmal an die Fremden noch gedacht. Und wie man sieht, die ersten Fremden, die da waren, waren wie so oft die Römer vor fast 2000 Jahren. Das unterstreicht halt die Bedeutung von so einem Ort allweil ganz besonders. Das prachtvolle Gebäude, in dem ich da bin, ist das Herrschaftsamt. Es gehört der Familie Colloredo Mansfeld. Ist im Jahr 1565 erbaut worden und ist natürlich heute noch für Öblarn ein Prunkstück. Wie man sieht, ein schönes, palastartiges Gebäude. Und das Wichtigste, was man von Öblarn sagen kann: Es ist der Heimatort der großen österreichischen Dichterin Paula Grocker. Das Grimmingtor ist ihr bekanntester Roman. Und es hat auch da und gibt immer wieder Festspiele, und zwar die Erzherzog-Johann-Spiele, die vor einer Hochzeit handeln, bei der Erzherzog Johann der Brautführer war. Da wirkt ganz Öblarn mit. Hunderte Mitwirkende sind bei den Festspielen dabei. Und bei uns dabei ist heute die Marktmusik Öblarn, auf die ich jetzt schon erwartungsvoll gespannt bin.
Zwischen Grimming und Niederen Tauern ist Öblarn angesiedelt. Im Grimming sind die Saugen daheim und in den Niederen Tauern die Erze. So war es halt früher einmal. Und die Paula Grocker hat die Grimming-Sagen, zum Beispiel die von Grimmingtor, in ein schönes Buch, in ein schönes Werk umgesetzt. Und sie hat sich von dem Werk auch dann das Haus leisten können. Das Haus der Paula Grocker, das genau die Atmosphäre ausstreut, die die Dichterinnen ihre Bücher weitertragen hat. Eine große österreichische Persönlichkeit. Die Hochzeit von Gstaad, das Öblarner Festspiel. Alle paar Jahre kann man es erleben.